Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Pokémon Masters. Und ihr wundert euch sicher, was hier los ist. Aber es gibt jetzt mit dem neuesten Update Eier in Pokémon Masters. Und ich muss mich entscheiden. Ich weiß aber nicht, ehrlich gesagt, was ich hier für ein Ei nehmen soll. Normalerweise nehme ich hier Glumanda. Aber wir haben ja den guten Rot und Glurak schon. Wir können uns dann natürlich hier zwischen Shiggy entscheiden. Ich weiß aber nicht, wie gut Totok ist. Und deswegen würde ich gerne eventuell Bisasam nehmen. Ihr könnt mir gerne auch mal in die Kommentare schreiben, welches Ei ihr genommen habt. Ich nehme einfach jetzt einfach mal spontan Bisasam. Normalerweise würde ich Glumanda nehmen, aber ich nehme Bisasam. Ja, gut. Du entscheidest dich für ein Bisasam-Ei. Es dauert eine Weile, bis das Ei schlüpft. Geh doch inzwischen auf ein kleines Abenteuer. Wenn das Ei kurz davor ist zu schlüpfen, bring es zu mir. Und jetzt viel Glück, du schaffst das. Ich weiß zwar nicht, wie ich das Ei jetzt ausbrüten kann, wie man hier rumlaufen kann, aber wir schauen mal. Und Bianca begrüßt mich natürlich. Morgen, schön, dich heute zu sehen. Genau. Dann spielen wir mal in der Hauptgeschichte weiter. Denn, ja, ich weiß nicht, was man mit dem Ei machen kann und ich weiß auch nicht, was man sonst machen kann. Aktuell ist halt nichts wirklich da, was wir machen könnten. Deswegen gucken wir mal, was hier uns erwartet. Die Käferexperten. Okay, ich glaube, ich habe die falsche Pokémon dabei, aber passt schon. Ein Junge mit ungeduldigem Blick und einem Bibor mit gefährlichen Giftstacheln. Diese Kombination erzeugt einen einzigartigen Kontrast. Genau danach suche ich. Viola, wie lange wird das Fotografieren noch dauern? Nur noch ein bisschen. Ich bin ganz nah daran, den perfekten Gesichtsausdruck festzuhalten. Aber bald schaltet die WPM und ich muss noch mehr trainieren. Ja, ich hab's ja kapiert. Du willst morgen gewinnen und dadurch alle die Macht der Käfer-Pokémon demonstrieren, richtig? Genau, niemand weiß mehr über Käfer-Pokémon als ich. Deswegen kann ich morgen sicher einen aufregenden Kampf bieten. Dann sehen alle, wie cool Käfer-Pokémon sind, auch wenn ihr Aussehen manchen Leuten Angst einjagt. Oh, dieser entschlossene Blick, genau danach habe ich gesucht. Ich will später mal eine Autorität auf dem Gebiet der Käfer-Pokémon werden. Was? Ach so, eine Autorität. Okay. Du, Viola, bist du hingegen eine klasse Fotografin. Obwohl wir beide Arenater sind, unterscheiden wir uns total voneinander. Okay, endlich habe ich das perfekte Foto im Kasten. Dann lass uns mit dem Training anfangen. Was? Du hast doch gesagt, du willst allen zeigen, wie cool Käfer-Pokémon sind. Da muss ich mich natürlich auch ins Zeug legen. Lass uns zusammen das Beste aus unseren Käfer-Pokémon herausholen. Ja, wunderbar. Wir und unsere Käfer-Pokémon geben alles, die besten Gefährten ab. Zeigen wir also allen unser schönstes Lächeln. Sehr schön. Das heißt, ja. Ah, ihr seid doch dieses Gefährtenspann, das einen Sieg nach dem anderen hinlegt, oder? Dein Blick gefällt mir, das perfekte Motiv für ein Foto. Ich schieße gleich mal eins. Was? Schieß! Das ist die richtige Einstellung und dein Ausdruck ist echt gut. Das geht doch nicht, Viola. Du kannst doch nicht einfach plötzlich jemanden fotografieren. Ich muss mich für Viola entschuldigen. Wenn es ums Fotografieren geht, vergiss die alles um sich herum. Okay, das Fotoshooting ist beendet. Ab jetzt bin ich keine Fotografin mehr, sondern nur noch ein Trainer von Käfer-Pokémon. Durch den Sucher habe ich den Sieg fest im Blick. Du, Viola, wenn der Kampf vorüber ist, habe ich eine Bitte an dich. Oh, was denn? Ich möchte zur Erinnerung an unseren Sieg gerne ein Foto mit Bibur und Geweiher machen. Hehe, das ist eine tolle Idee. Geschafft. Okay, und jetzt schlüpft schon das Ei, oder wie? Nee. Ei ist ein bisschen, okay, man muss ein bisschen was machen, damit das Ei ausbrütet. Versus Viola und Kai, gut, dann hauen wir dem mal auf die Nase, den Bossen. Wir sind zwar nicht im Vorteil, doch, wir haben Gesteins-Pokémon dabei, sehr cool. Und anscheinend muss ich ein bisschen Action machen, damit das Ei, Ei ausgeschlüpft werden kann. Das heißt, nach dem Kampf, sehr wahrscheinlich wird es wieder so sein, dass das passiert, dass wir das ausbrüten. Gut. Also, dass es weitergeht. Wir machen das, boosten uns hier. Und dann würde ich gerne einmal... Ich weiß nicht, wie stark der ist. Könnte das einmal ein bisschen boosten.
B-Boy ist natürlich auch krass, aber warum ist Gewaya in der Mitte? Das verstehe ich gerade nicht. Ah, passt schon. Weil unser Team ist halt mega krass dagegen. Gut, dass ich das Pokémon mit hatte. Ich habe jetzt mein Team nicht geändert. Ich werde aber das Team nochmal sehr wahrscheinlich irgendwann anpassen. Und ein bisschen was optimieren. Sozusagen so. Also, ja, weil klar, es ist gut, aber es gefällt mir nicht hundertprozentig. Und das war nicht so stark, leider. Ein gutes Raichu. So, dann haben wir jetzt hier die Möglichkeit, hoffentlich den zu besiegen. Ich bin vergiftet. Sehr schön oder nicht sehr schön, wie man es immer sehen mag. Schnappedeck ist besiegt. Dann komme ich mit meiner Attacke und dann hauen wir die Gefährtenattacke raus. Leider bist du ja vergiftet und dann war das ein schnelles Duell gegen Viola und Kai. Genau, die haben wir schnell und flott besiegt. Und ja, das war's dann auch schon wieder. Wir haben es geschafft. Nein, nicht ganz, weil jetzt noch die Steinkante kommen muss, aber passt schon. Denn Bibor macht da schon ordentlich Damage. Aber jetzt ist es besiegt. Sehr schön, wunderbar. Das heißt, ja, das Match besiegt. Und das heißt, wir sehen gleich wieder, wie das Ei kommt und ob das dann ausschlüpft, weiß ich halt nicht. Weil Professor Daisy wollte ja, dass wir da hingehen, wenn es kurz vorm Schlüpfen ist. Mal gucken, ob wir automatisch hingeschickt werden. Auf jeden Fall erstmal am 4 auf ein neues Level. Das ist auch schon mal sehr wichtig und gut. Und dann hier nochmal viele schöne Items. Wunderbar. Okay, man sieht natürlich, was da drin ist. Und hier geht's weiter mit dem Ei. Okay. Die Käferexperten 2. Das ist natürlich dann so, dass wir dann hier die gute bekommen. Du und deine Pokémon gibt wirklich die beste Gefährten ab. Echt toll. Verloren und doch, ich weiß nicht warum, aber ich bin nicht sonderlich traurig darüber. Das liegt bestimmt daran, dass du mit all deiner Kraft gekämpft hast. Du und Bieber war total cool. Du, Viola, darf ich dich um etwas bitten? Zur Erinnerung an diesen Kampf hätte ich gern ein gemeinsames Foto mit Niklas. Hehe, na klar, was sagst du dazu? Natürlich, soll ich schon wieder Schieß sagen? Okay, dann posiert mal schön für mich. Und jetzt kriegen wir sie, oder was? Das heißt, wir können jetzt meinen Charakter auch demnächst mit Bisasam spielen und eventuell auch zu Bisaflor entwickeln. Prima, ich habe das perfekte Lächeln festgehalten. Das ist mit Sicherheit das allerbeste Foto, das ich bisher von dir gemacht habe, Kai. Das liegt bestimmt an Niklas. Ja, da hast du wohl recht. Ich bin echt froh, dass ich gegen ihn kämpfen konnte. Außerdem spornt mich die Niederlage dazu an, noch viel mehr über Käfer-Pokémon zu erfahren. Hier auf Parsley gibt es bestimmt noch mehr Trainer, die sich auf Käfer-Pokémon spezialisiert haben. Ich möchte diese Leute kennenlernen und ihre Kampfweise studieren. Dein entschlossener Blick gefällt mir, Kai, aber was mache ich dann? Ich werde mich dir anschließen, Niklas. Immerhin bist du es, der Kai dieses tolle Lächeln ins Gesicht gezaubert hat. Wenn ich an deiner Seite bin, kann ich bestimmt noch auch die tollsten Gesichtsausdrücke verschiedener Gefährtenspanne vor der Linse bekommen. Was sagst du dazu? Würdest du mich in dein Team aufnehmen? Du bist mir sehr willkommen. Danke. Ich hätte auch Cheese sagen können, aber egal. Hier trennen sich wohl vorläufig unsere Wege, Kai. Ja, aber lass uns auf jeden Fall irgendwann wieder ein Team bilden. Oh, der Trag... Ein gerührter Blick beim Abschied einer guten Freundin. Genau danach habe ich gesucht. Weil ich weine überhaupt nicht. Geschafft. Sehr cool. Und da kriegen wir jetzt die gute. Aber Kai haben wir auch als Gefährten in unserem Team. Genau. Oh, 4 Sterne. Das ist natürlich sehr schön. Und das Ei. Es macht weiter. Es ist schlüpft. Ich weiß nicht, ob wir es heute schon in der heutigen Folge hinkriegen. Dann kämpfen wir jetzt mal in der Villa. Und dann kann ich auch noch ein bisschen was erzählen, Leute. Dann kann ich euch nämlich sagen, los geht's, dass die auch angekündigt haben, dass noch mehr Eier kommen. Das heißt, man kann jetzt nicht nur zwischen den Starter-Pokémon auswählen, sondern man kann auch noch andere Pokémon bekommen. Und es soll demnächst, glaube ich, noch ein neues legendäres Pokémon kommen. Aber wann das kommt, weiß ich nicht. Ich werde es auf jeden Fall euch im Video zeigen. Ich bin mir nicht mehr sicher, was ich da gelesen habe. Ich meine, es könnte, so wie ich es gelesen habe, wenn ich es richtig im Kopf habe,
Es könnte Ho-Oh gewesen sein. Und das wäre natürlich sehr cool. Denn da können wir auch was hoffentlich Schönes zu erleben. Und Dampfwalz ist halt mega ekelhaft. Wir füllen erstmal die Leiste wieder auf. Die sind halt alle nicht so stark. Ich weiß nicht warum. Komm, komm, come on. Come on. Du darfst natürlich dann auch nicht fehlen. Wir verballern jetzt einfach alles komplett hier. Weil so oft mache ich jetzt auch nicht die Kampfvilla. Deswegen ist das jetzt egal, dass wir hier ein bisschen viel Damage drücken oder auch nicht Damage drücken. Gefährtenattacke, dann kannst du nochmal die Leiste aufladen. Und dann hoffentlich besiegen wir ja bald mal Nidoqueen. Das ist ja ein ordentlich starkes Pokémon. Weil ich will einfach noch kurz in dieser Folge heute das Ei machen. Ansonsten mache ich noch, es gibt ja noch das aktuell, das Psycho-Event, wo man auch seine Psycho-Gefährten trainieren kann. Dann werde ich da noch ein bisschen was machen. Gleich, um dann einfach nur eine Bewegung mit dem Ei zu haben. Ich weiß nicht, wie man es sonst nennen soll. Eine Interaktion mit dem Ei, keine Ahnung. Wunderbar. Nidoqueen ist gleich besiegt. Donnerschock, Steinwurf und dann müsste es eigentlich ausreichen, oder? Schauen wir mal. Und reicht es? Nein. Nein, nein, nein. Aber es ist bald. Ich warte lieber Dampfwalze auf eine Dreierattacke, damit wir mehr Damage drücken können. Aber jetzt kommt eine Gefährtenattacke. Das war natürlich klar, aber wir hätten eh nicht genug Schaden gemacht. Aber die sollten ja eigentlich überleben, oder? Beziehungsweise auf Raichu ist es sehr effektiv. Auf Wolverock müsste es auch sehr effektiv sein, macht aber nicht so viel Schaden, okay. So, jetzt aber Steinkante und dann haben wir dich besiegt. Wunderbar, Nidoqueen. Nidoqueen wurde besiegt. Schön. Jetzt kommt nämlich die nächste Ei-Interaktion wieder. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich es nennen soll. Wir müssen das auch noch einen Namen für überlegen. Auf jeden Fall geht das aber hier schnell. Genau. Ich krieg zwar nicht so viele Items, aber egal, hauptsache ein paar Items. Und hier geht's weiter mit dem Ei, wie gesagt. Also nicht mehr lange, es wird bald schlüpfen, okay. So, und damit wir noch eine Interaktion haben, die jetzt hoffentlich schnell vonstatten geht, nehmen wir einfach das hier, das ganz einfache hier. Und hauen einfach raus, was geht. Genau, damit wir schnell hier durch sind. Und mal gucken. Also dieses Thema ist eine Psycho-Gefährten, aber ich habe halt keine, die ich trainieren möchte im Moment. Ich wüsste jetzt nicht, welche ich bräuchte, welche gut sind. Aber deswegen geht es ja hier einfach nur darum, ein bisschen Spaß zu haben. Okay, das war natürlich jetzt komplett dumm, das zu drücken. Das brauchen wir eigentlich gar nicht. Weil wir es auch so schaffen sollten. Und dann haben wir das geschafft, normalerweise. Drück einfach mal ein bisschen, weil die ein bisschen noch brauchen, aber normalerweise, ja, geschafft, sehr schnell, damit wir die Interaktion noch mit dem Ei uns anschauen können. Das würde ich halt gerne in der Folge noch schaffen, ansonsten kämpfen wir gleich nochmal. Gibt halt nicht viel, was wir hier bekommen. Ihr seht's ja hier. Erfahrungspunkte sind sehr gering, wobei wir könnten auch einmal gleich einmal einen Kampf machen, um Raichu nochmal ein neues Level zu geben. Und Ei, weil das dauert noch ein bisschen, ne? Man kann schon etwas hören, es wird bald schlüpfen. Kehre ins Pokémon Center zurück und bringe es Professor Daisy, okay? So, jetzt sagt die Professor Daisy irgendwas. Oh, Niklas, dein Ei ist bereit zu schlüpfen. Das Timing könnte wirklich nicht besser sein. Es wird jeden Moment schlüpfen. Oh, okay. Dann schauen wir mal, was da rauskommt. Wir wissen ja, dass es Bisasam wird. Vielleicht kann man auch sich hier irgendwie selber Eier brüten. Ein Bisasam ist aus dem Ei geschlüpft. Yay. Spitznamen geben. Ich nenne es einfach Bisasam. Ich bin nicht schon Spitznamen, Freund, das wisst ihr ja. Oh, was für ein süßes Bisasam. Hihi, es ist dir gegenüber sehr zutraulich. Kümmere dich gut um das Kleine. Als Dankeschön, dass du mir bei meiner Forschung geholfen hast, will ich dir das hier geben. Bärentörtchen. Gibst du das Pokémon, die aus Eiern geschlüpft sind, Süßigkeiten fassen sie mehr Zutrauen zu dir. Du und Bisasam, bestimmt seid ihr schon bald großartige Gefährten. Und jetzt kriegen wir natürlich Bisasam registriert.
Ist ein Dreier, okay. Ich bin mal gespannt, was da noch so viele Pokémon schlüpfen. Du und Bisasam könnt jetzt ein Gefährtengespann bilden. So, und damit wir noch das Level-Up mit Raichu bekommen, machen wir jetzt noch den letzten Kampf hier. Und dann ist auch die Folge wieder zu Ende. Ich habe euch in dieser Folge dann schnell zeigen können, was es mit dem Ei auf sich hat. Genau. Das sollte ja kein Problem sein. Dann machen wir jetzt hier noch schnell die Mika und ihr Teamkollegen fertig. Hoffen, dass das dann ausreichend war, um Raichu ein Level abzugeben. Genau. Dann Ladungsstoß, come on. Schlammwoge, oh, ist noch dran, jetzt Schlammwoge. Und dann schauen wir mal einfach, dass die sich schnell besiegen lassen. Klar, die sind halt für Psycho nur gut, aber passt schon. Ja, wir kriegen es ja easy peasy hin hier. Das Therapendra ist halt das Einzige, was mich im Moment schwierig macht. Aber zum Beispiel Slimog ist paralysiert. Und dann haben wir es hier geschafft. Aber ihr könnt ja auch gerne mal, das ist mir gerade auch so eingefallen, gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Pokémon aus Eiern zum Beispiel würdet ihr euch für Passio wünschen, wenn ihr das Spiel noch spielt. Ihr könnt auch reinschreiben, ich gucke das nur, weil du hier da bist, wegen dir. Ich spiele das Spiel aber selber nicht. Aber ja, keine Ahnung, zum Beispiel Alola Vulpix oder so wäre cool aus dem Ei. Oder irgendwelche Pokémon, die nicht so häufig von Trainern gibt. Wobei, es gibt ja noch einen Gefährten, der hat Arktos als Gefährten gehabt. Und einer hatte, glaube ich, Lavados. Ich meine, das war in dieser Zeit mit der, wie nennt man das? Kampfpalast und so, wo die im Anime durch diese ganze Kanto-Region gereist sind, um halt gegen verschiedene Arenen zu kämpfen, die aber nicht offizielle Arenen waren, sondern eher so, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, Level Up, es hat geklappt. Und dann nochmal die Belohnungen. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen, hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.